Es ging um viel, um sehr viel. Als die beiden Handball-Bundesligisten, der TBV Lemgo und der TVB 1898 Stuttgart, in der Lipperlandhalle in Lemgo aufeinander getroffen sind. Das Spiel endete mit einem Unentschieden 24:24. Der Trainer Florian Kehrmann zieht aus dem Spiel folgende Bilanz. Ja, ich glaube, wir haben bis auf in den ersten 10 Minuten das Spiel schon bestimmt. Wir haben eigentlich immer geführt und am Ende war es ein typisches Spiel im Abstiegskampf. Und ja, dann entscheiden ein, zwei Entscheidungen am Ende und wir haben es nicht ganz geschafft. Und leider müssen wir jetzt mit einem Punkt leben. Beide Teams stecken unten drin und brauchen die Punkte. Und dass das da heute kein schönes Spiel ist oder wird, war auch klar. Und ich glaube, das haben die Abwehrreihen auch gezeigt, dass man da mit viel Härte und viel Aggressivität agiert. Uns ist das Gott sei Dank in der zweiten Halbzeit dann auch endlich gelungen, weil wir in der ersten Halbzeit haben wir es ein bisschen verpasst. Es sind auch immer noch genügend Spiele, wo wir punkten können und auch werden. Ja. Wir gucken immer von Spiel zu Spiel. Jetzt haben wir eine Woche Zeit und werden uns auf Melsungen vorbereiten und da auch voll reingehen. Letzten Endes ist ein Punkt besser als kein Punkt. Und dazu hat der Hexenkessel mit seiner Stimmung auch beigetragen. Die war sensationell heute, die Stimmung. Ich glaube, die Halle war mit 4.500 Zuschauern ausverkauft. So wünscht man sich das bei jedem Heimspiel. Und ich hoffe auch, dass es die letzten zwei Heimspiele der Saison, weil da wird es auch nochmal um alles gehen für uns, wieder so ist.